Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video hier auf Robson Town und ich bin gerade gefühlt erst aus dem Bett gefallen. Sorry, wenn die Haare heute so verpennt strubbelig sind, aber ich dachte mir, mache ich ein kurzes kleines Video über Burger. Ja, das klingt irgendwie komisch, aber ja, Burger sind so eine Sache, die sind irgendwie Fast Food, aber man kann auch irgendwie extremst viel Konzeption reinlegen. Und es gibt wahnsinnig gute Läden in dieser Welt, die versuchen, Burger nicht vom Fast Food-Charakter bestimmen zu lassen, sondern daraus eigene Kreationen zu machen. Und auch bei mir ist es auch immer so, dass wenn ich im Ausland unterwegs bin, speziell in den Staaten, ob jetzt in New York oder Los Angeles, dann muss ich irgendwie immer Burger ausprobieren. Ich weiß nicht, warum es euch da auch so geht und das reicht von selbstgemachtem Brot bis hin zu saftigstem Fleisch, zu tollsten Ideen, bis hin halt zu McDonald's und Co. Wobei ich in den Staaten überrascht war, war es ein Quarter Pounder with Cheese, dieser typische Burger aus Pulp Fiction, dass der ganz anders schmeckt bei McDonald's als bei uns. Aber gehen wir mal weg von diesen Fastfood-Ketten. Ich dachte mir, weil voll viele von euch immer fragen, wenn ich in Berlin bin, was kann ich so machen? Und auch einige haben gefragt, wo kann ich einen richtig guten Burger essen? Dachte ich mir, ich mache ein Video, das heißt jetzt hier 5 Burger, 5 Bezirke und damit die 5 besten Burger der Hauptstadt, meiner Meinung nach. Ich habe in Berlin natürlich schon vieles ausprobiert. Natürlich nicht alle Läden, aber es gibt ein paar, die sind einfach wirklich von Meisterhand geführt. Und deswegen, ja, ein paar Läden, dass wenn ihr Burger mögt oder eben Food à la American Style, die man hier in der Hauptstadt unbedingt mal besuchen sollten, sind meine Nummer 5, Freunde. Übrigens könnt ihr gerne die Kommentare auch in eurer Stadt schreiben, welche Läden man nicht verpassen darf. Dass wenn ich mal da bin, dann kann ich einfach schnell so gucken nach der Stadt, suchen in den Kommentaren und zack, habe ich voll den guten Tipp. Wäre voll nett von euch. Aber ansonsten kann ich auch verstehen, wenn viele von euch die Leidenschaften nicht teilen. Aber ich sage auch, hier ist da auch der ein oder andere Tipp für vegetarische Burger dabei. Also nicht nur eine Tippliste für Fleischfans. Nummer 5 bei mir ist nämlich das Hard Rock Café. Das ist in Charlottenburg bei uns hier in Berlin. Auch in der Nähe vom Kino der Astor Lounge. Da bin ich ziemlich oft wegen der Pressevorführung. Auch der neue Zoopalast ist da. Und das Hard Rock Café ist jetzt in dem Fall nichts Besonderes, als dass es eine weltweite Kette ist. Und wir hier in Berlin eins haben. Eins, was auch so ein bisschen das Konzeptions-Hard Rock ist. Das heißt, die probieren teilweise die neuen Karten immer, die für die nächsten Jahre geplant sind, in diesem Café aus, wo man auch Feedback hinterlassen kann. Ziemlich durchgestylt, eben so typisch 60s, 70s Diner. Mäßig haben die eine ziemlich coole Karte. Burger kosten so zwischen 11 und 15 Euro, also schon gehobene Preisklasse auf jeden Fall. Und machen aber ein paar wirklich schmackhafte Dinger, vor allem so Fritten, schön serviert das Ganze ästhetisch. Und die Burger sind jetzt nicht extra irgendwie riesengroß, aber auch nicht besonders klein, aber die sind wahnsinnig saftig und schön. Hier in Berlin ist auch, die haben eine tolle Terrasse im ersten Stock, dann kann man über dem Kuhdamm quasi sitzen im Sommer. Ist eine coole Atmosphäre und macht wirklich Spaß. Dann Platz 5 Hard Rock Café im Bezirk Charlottenburg. Das heißt, wenn ihr euch mal ein bisschen so im Westen rumtreibt von Berlin, ist das vielleicht ein guter Tipp in der Nähe, mal einen guten Burger zu essen. Dann gehen wir zu einem Laden, der wird ganz, ganz heiß favorisiert von richtig vielen Leuten. Und zwar heißt der The Bird. Das ist in Berlin im Prenzlauer Berg. Ein Laden, die machen ihre Fritten selbst, die machen ihren Burger selbst, das Brot und Fleisch konzeptieren, haben ihre eigenen Soßen, die sie natürlich alle selbst herstellen. Und ein Laden, der ständig überlaufen ist. Die haben bis hin zu ganz vielen kleinen Burgern in der Karte, wo man sich mal durchtesten kann, bis hin zu den verschiedensten Kreationen, eine ganze Menge da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich reicht es dafür Platz 4 für diesen Burger, weil ich war durchaus angetan von diesen eigenen Fritten und diesem ganzen Look. Aber es ist so ein bisschen overhyped, der Laden. Aber wenn man im Prenzlauer Berg unterwegs ist und der Bezirk ist voll mit so jungen Familien, und ein bisschen hip und wirklich aller Art. Da gibt es unter anderem auch Läden wie den Marienburger und so. Da sollte man unbedingt mal in The Bird gehen. Aber vielleicht, wenn man die Zeit hat, vorher mal anrufen und reservieren. Der Laden ist nämlich ständig ziemlich voll. Dann weiter mit dem Burgermeister. Einer der beliebtesten Burgerläden. Viele würden sagen Platz 1 in Berlin. Burgermeister am Schlesischen Tor in Bezirk Kreuzberg. Grenzt an Friedrichshain an. Hinter der Oberbaumbrücke. Die bekannte Brücke, die man sieht, so mit zwei Türmen immer drin. Mit vielen Musikvideos. Und Burgermeister ist so ein Laden. Da darf man sich nicht wundern. Der ist wie so ein Imbiss unterhalb einer U-Bahn-Station. Schlesisches Tor. Aber die Leute stehen teilweise noch nachts um 4 in Kreisen ringsherum. Ist ähnlich wie bei Mustafas Döner hier in Berlin. Ist ja auch so ein Laden, wo 300 Meter lang die Leute davor stehen. Man fragt sich, wow, wie gut muss dieser Döner schmecken? In dem Fall beim Burgermeister geht es um Burger. Da kann man Fritten mit den verschiedensten Soßen, von Käsesoße über Chili, irgendwas Soße essen. Und die Burger sollen auch extrem saftig sein. Sie sind auch verbandelt mit anderen Burgerläden. Gute Kumpels und hat so ein bisschen so ein Battle laufen. Wer macht das beste Fleisch? Weil, sorry, bin ein bisschen erkältet. Ich da auch schon mal mit Besitzer von einem anderen Laden reden konnte, dass die so ein bisschen sowieso interne kleine Spaßkonkurrenzkämpfe haben. Und Burgermeister ist so ein Laden, da kann man nachts absteigen und die beste Qualität an Burger genießen. Der typische Burger, wo man vielleicht auch hingeht, weil eben dieser Flair von Imbiss ist, man sich nirgendwo hinsetzt und es keine Bedienung so richtig gibt. Wenn man vielleicht gerade am Feiern ist oder ein zu viel drin hat, wo man sich im Sommer auf dem Bürgersteig sitzt und in die Stadt guckt bei 20 Grad und einen der besten Burger genießt in Kreuzberg. Also wenn ihr dort unterwegs seid, Freunde, geht da mal vorbei. Dann
das Burgeramt. Burgeramt in Friedrichshain, einer meiner Lieblingsburgerläden, war ich auch zuletzt für einen ZDF-Film dort tatsächlich. Und deswegen habe ich die Rolle, weil ich auch viel absage, weil mir YouTube so meine Zeit beansprucht, nicht DVD-Kritik so liebe. Ich ganz viele Filmsachen absage und auch nicht mehr so unbedingt so gerne drehe, aber als es hieß bei einem ZDF-Film, Robert, könntest du dir vorstellen, den Besitzer des Burgeramts zu spielen? Da war es mir scheißegal, worum es geht. Ich habe gleich gesagt, ja, hier bin ich. Und durfte in dem Laden tatsächlich 3 Tage auch so arbeiten hinten und mir zeigen lassen, wie die Burger gemacht werden von den Köchen und von den Besitzern. Die haben echt alles erklärt. Und die Jungs machen wirklich das Brot selber, haben eine eigene Bäckerei, haben einen eigenen Fleischer und Zulieferer, mit dem sie auch das Fleisch selber machen. Also Pellets gibt es dort nicht. Da wird alles, natürlich die Hähnchenbrüste und alles, was man so in Hähnchenburger hat, alles selbst paniert und alles selbst gemacht. Die konzipieren verschiedene Shakes, von Oreo-Shakes bis hin zu ihrem Coleslaw, also Krautsalat, der dort mit Cranberries serviert wird. Irgendwie so eine ganz interessante Kreation, wo ich sagen muss, das ist ein richtig cooler Laden, auch ständig voll. Das Witzige ist, die hatten früher einen ganz kleinen Burgerladen. Wie lange ich über Burger reden kann, ist der Hammer. Egal, ich zieh's einfach durch. Wenn ihr das Video mögt, müsst ihr es unbedingt liken oder mir sagen, ob ihr so eine Art Videos mögt. Die hatten vorher einen ganz kleinen Burgerladen in der Straße am Boxhagener Platz. Und der war so überlaufen, dass sie direkt, und das finde ich krass, 20 Meter daneben einen größeren aufgemacht haben. Jetzt gibt es da 2 Läden nebeneinander und die sind trotzdem immer ratze, batze, voll. Und ja, läuft einfach richtig saftige, geile Burger, die sich ständig erweitern. Geht's auch Halloumi-Burger also und Gorgonzola. Cola-Burger mit Walnüssen. Also abgefahrene Kreation auch für Vegetarier, toll. Übrigens, für Vegetarier wollte ich noch sagen, der Platz 5, das Hard Rock Café, soll wohl, ich habe ihn noch nicht gegessen, aber ich höre immer wieder einen Veggie-Burger haben, bei dem selbst Vegetarier sagen, krass, das schmeckt wie richtiges Fleisch und sich immer wieder rückversichern bei der Bedienung, ist das hier wirklich ein Veggie-Burger? Und ja, Patrice zum Beispiel, mit dem ich ja manchmal umherziehe, Moderator, ist da selbst jedes Mal überrascht. Okay, und wie dem auch sei, also Burgeramt ist dann im Bezirk Friedrichshain für alle genau das Richtige. Mein Platz 2, mein Platz 1 ist für alle, die mal in Mitte unterwegs sind. Das ist so typisch, wenn man sich Alexanderplatz anguckt und so weiter. Das White Trash. Das White Trash ist da, glaube ich, in der alten Schönhauser Allee, nagel ich mich jetzt nicht drauf fest. So ein altes asiatisches Restaurant mit so 2 riesigen Löwenköpfen am Eingang. Straußen ist alles abgehangen. Man weiß irgendwie nicht, was das so richtig sein soll. Abends gibt es dort Liveband. Da muss man noch Eintritt zahlen, 1 oder 2 Euro gekoppelt. Das Ganze irgendwie mit einem Tattoo-Studio. Und drin sieht das Ganze so aus wie ein alter Saloon, aber auch wie ein altes asiatisches Restaurant. Und überall stehen so dumme Figuren und Kram in den Regalen, weswegen der Laden halt auch so ein bisschen White Trash heißt. Die Bedienungen sprechen dort größtenteils Englisch. Und dann wird immer auf Englisch angefragt, aber kann auch auf Deutsch antworten. Und die Karte liest sich so wie French fucking fries oder do you want a John Doe Burger? Und die Burger haben alle so abgefahrene Namen, freaky. Das Ganze auch so gewollt, unfreundlich teilweise, aber die haben halt vor allem Biofleisch, auch eigengemachtes Brot, setzen natürlich auch wie alle auf amerikanische Sachen, kann aber auch Carpaccio essen und vor allem die Preislage bei allen Läden, die ich jetzt hier gesagt habe. Das ist das Hard Rock Café, das teuerste. Und beim Rest ist man irgendwie so für einen Zehner dabei schon, so für ein Menü. Und das White Trash ist so ein Burger, da kriegt man den Burger aufgeklappt. Und irgendwie, was immer so, ich habe Leuten gesagt, das müsst ihr mal probieren. Und alle fallen danach fast vom Stuhl und sagen sich, boah, so einen Burger habe ich noch nie gegessen. Es ist ein ganz besonderes Ambiente. Und im White Trash auf jeden Fall das Richtige, wenn man in Mitte unterwegs ist. Und damit waren das jetzt 5 Burger in 5 Bezirken und 5 wirklich grandiose Tipps. Keiner dieser Läden ist auch nur ansatzweise schlecht. Die sind alle nur sehr gut bis extrem stark. Und ich habe auch nirgendwo in Deutschland sonst vergleichsweise Burger gelesen. Ich war gegessen. Ich bin in Berlin und so vielen anderen Läden auch gewesen, die alle gut sind und ordentlich. Aber das hier sind die Meister ihres Faches in den Bezirken jeweils, wie ich finde. Und ich hoffe, wer jetzt Bock hat auf einen Burger und vielleicht in Berlin wohnt, tigert direkt los und isst einen. Und dieses Video war irgendwie interessant für irgendwen. Und wenn nicht, ach, dann ist auch nicht so schlimm, Freunde. Gut, ich bin durch. Gebt mir eure Burger-Tipps in euren Städten. Und Freunde, folgt eurem Herzen. Es ist und bleibt das Wichtigste. Ich werde jetzt langsam mal wach werden, aber bin durch dieses freudige Video über Burger direkt ein wenig wach geworden. Macht's gut, bis ganz, ganz bald und tschüss!